Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Es geht um die Datenschutzgrundverordnung und dieses Mal darum, wie man den Dokumentationspflichten, die die Datenschutzgrundverordnung ja vorgibt, nachkommen kann. Und wir möchten Ihnen heute in diesem Zusammenhang unser DSGVO-Package für Office 365 vorstellen. Bevor wir in das Thema reingehen, ganz kurz eine Vorstellung, wer wir sind. Einerseits ist bei mir der Kollege Andreas Dumpfert, er ist Application Consultant im Bereich Office 365. Guten Andreas? Morgen. Ja, servus, da ist er. Gott sei Dank. Und mein Name ist Bernhard Rastorfer, ich bin Bereichsleiter für Office 365. Eine organisatorische Sache, Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und zwar haben Sie im rechten Bereich von GoToWebinar ja, dieses Panel und können dort Fragen eingeben. Diese Fragen werden wir dann am Ende des Webinars beantworten. Die Frage, die man sich natürlich stellt, neben allen anderen, was die Datenschutzgrundverordnung betrifft, ist, warum muss ich eigentlich eine Dokumentation durchführen? Und es war ja in Österreich so, dass es das zentrale Datenverarbeitungsregister gegeben hat und sich jedes Unternehmen, das Datenverarbeitung durchgeführt hat, eine sogenannte DVR-Nummer besorgt hat und in diesem Datenverarbeitungsregister angegeben hat, welche Datenverarbeitungen durchgeführt wurden. Das gibt es dann mit dem DSGVO eigentlich nicht mehr. Also ich muss mich nicht mehr bei der zentralen Stelle melden und eine DVR-Nummer beantragen, sondern ich bin als Unternehmen verpflichtet, Verzeichnisse über die Verarbeitung von Daten zu führen. Das ist einmal sozusagen die einfache Erklärung, warum ich dokumentieren muss. Es ist in der DSGVO eben vorgegeben, dass ich so ein VDV, wie wir das nennen, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit führe. Die zweite Frage, die ich mir dann natürlich stelle, muss ich auch dokumentieren? Und die Frage ist leider Gottes auch sehr schnell beantwortet. Ja, ich muss dokumentieren, wenn mein Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter hat, auf alle Fälle. Wenn ich darunter bin, gibt es diese drei Ausnahmen, wenn ich nicht dokumentieren muss. Das heißt, es kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellt. Betroffenen Rechte haben wir schon in einem anderen Webinar beschrieben und da gibt es sehr viele Rechte, die sehr schnell ein Risiko darstellen, die Verarbeitung nur gelegentlich erfolgt und die Verarbeitung keine sensiblen Daten über die strafrechtliche Verurteilung beinhaltet, wobei das, wie gesagt, also diese drei sich nicht ausschließen. Das heißt, allein wenn eines dieser drei zutrifft, dann müssen Sie auch als kleineres Unternehmen dokumentieren. Und der zweite Punkt, die Verarbeitung nur gelegentlich erfolgt, ist eigentlich meistens der Killer unter Anführungszeichen, denn bei den meisten Unternehmen erfolgt die Verarbeitung dann eigentlich laufend und ständig. Und damit muss so gut wie jedes Unternehmen in Österreich so eine Dokumentation führen. Was sind die Inhalte? Da möchte ich nur ganz kurz drüber gehen. Also eines VDVs, es ist einmal natürlich zu definieren, wer sind die verantwortlichen Personen im Unternehmen, eventuell ein Datenschutzbeauftragter, beziehungsweise jemand, der kontaktiert werden kann, wenn es Anfragen zum Thema Datenschutz gibt. Die Zwecke der Datenverarbeitung, die ich durchführe, die unterschiedlichen Kategorien von betroffenen Personen sowie von Empfängern. Ganz spannend auch das Thema ist, was ist, wann Daten an ein Drittland, also außerhalb der EU gegeben werden oder bei internationalen Firmen eben an Niederlassungen, die sich außerhalb der EU befinden. Ganz wichtig auch das Thema Recht auf Löschung, das ja eines der betroffenen Rechte ist, das heißt, welche Fristen habe ich? Und wenn ich jetzt Basis-Datensicherungsmaßnahmen durchführe, dann sollte ich die im Großen und Ganzen da drinnen auch dokumentieren. Dieses Dokument, diese VDV, ist grundsätzlich zu führen und ist auf Aufforderung der Datenschutzbehörde dann dieser Behörde auch zu übermitteln. Wie ist diese VDV zu führen? Grundsätzlich schriftlich, damit ich sie eben an die Datenschutzbehörde geben kann, wobei dies auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. Das heißt, theoretisch würde es reichen, die VDV mit Zettel und Papier zu schreiben, aber das wird dann schwierig. Und spätestens mit diesen Informationen stellt man sich dann die Frage, wie kann man am besten
diese VDV erstellen, gerade in größeren Unternehmen mit verteilten Einheiten. Und da ist natürlich eines der größten Probleme, gerade zu Beginn, wie erhebe ich eigentlich einmal den aktuellen Status meiner DSGVO Readiness im Unternehmen über alle Abteilungen, Niederlassungen und Ländern? Das ist ein Thema, das wir mit diesem Paket adressieren. Dann, selbst wenn ich sage, okay, ich erfasse meine VDV jetzt als zentrales Dokument elektronisch, wie können da viele Personen in diesen unterschiedlichen Abteilungen in unterschiedlichen Sprachen auf dieses zentrale Dokument zugreifen, ohne sich da gegenseitig was zu überschreiben beziehungsweise eine Struktur einzuhalten, damit ich dann später dieses Dokument eben weitergeben kann und mit einigen wenigen Mausklicks dann meiner Pflicht, diese VDV an die Datenschutzbehörde weiterzugeben, erfüllen kann. Genau. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir uns entschieden haben, Packages für die Datenschutzgrundverordnung auf SharePoint zu entwickeln, als zentraler Datenspeicher, wo ich Dokumente bzw. Informationen von unterschiedlichen Personen gleichzeitig eingeben kann, ohne dass ich mir das Ganze überschreibe. Entwickelt haben wir das gemeinsam mit der Grant Thornton, einer großen Beratungsfirma, und diese hat uns da inhaltlich unterstützt und wir haben das Ganze technisch umgesetzt. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen, wie das in SharePoint umgesetzt ist. Und dazu übergebe ich jetzt die Präsentation an den Andreas Tumpfert, damit er uns einen Live-Einblick geben kann. Wunderbar, vielen Dank. Okay, also grundsätzlich, wir haben das als App entwickelt für SharePoint. Das heißt, ich kann das sowohl im SharePoint Online ausführen, also sprich im Office 365, als auch im SharePoint On-Premise verwenden. Das heißt, für beide Varianten sozusagen haben wir eine Lösung. Was wir zusätzlich zur VDV entwickelt haben, ist eine sogenannte Quick-Check-App. Das heißt, hier kann ich sozusagen im Self-Assessment Fragen ausfüllen und damit eigentlich schon analysieren, inwieweit die DSGVO für mich relevant ist und welche Risiken ich im Unternehmen habe in Bezug auf die DSGVO und woran ich in dem Sinn noch arbeiten sollte, also welche Verbesserungen ich durchführen sollte. Das heißt, auf diese würde ich auch zuerst eingehen, nachdem sie auch im Prozess in dem Sinn der VDV vorgelagert wäre. Das heißt, der Einstieg in die App sieht dann so aus. Ich komme hier sozusagen in meinen Startbildschirm rein, kann von hier aus dann in die Quick-Checks, in die einzelnen einsteigen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Zusammenfassung anzuzeigen, das heißt, einen Vergleich zwischen den aktuellen Werten, wenn ich jetzt eine Auswertung durchgeführt habe, und zum Beispiel den Werten vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, um einfach zu sehen, wie sie meine Datenschutzmaßnahmen verbessert haben in der Zeit. Die App steht auch mehrsprachig zur Verfügung. Momentan unterstützen wir Deutsch und Englisch, sind aber grundsätzlich ambitioniert, in der Hinsicht weitere Sprachen in Zukunft hinzuzufügen, was dann im Zuge auch mit der Grant Thornton gemeinsam passieren wird. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, in der App die Fragen selbst zu erweitern, um sie auf mein Unternehmen maßzuschneidern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Antworten zu customizen, also anzupassen und die App dann erst sozusagen meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Richtet sich natürlich an sich an die zu den Datenschutzbeauftragten, die das dann ausfüllen sollten. Also hier würde ich dann jetzt einsteigen, komme dann in meine Quick-Check-Übersicht, wo ich jetzt dann sozusagen in Listenform sehe, welche Quick-Checks ich in der Vergangenheit schon ausgefüllt habe. Die haben auch alle einen Status, das heißt, entweder sind sie abgeschlossen oder offen oder in Bearbeitung. Wenn ich mir dann einen so einen fertigen Quick-Check ansehe, habe ich dann hier sozusagen im ersten Reiter sozusagen sofort mein Dashboard, wo ich einfach sehe, wie ist denn der Status meiner Datenschutzmaßnahmen, meiner Sicherheitsmaßnahmen und welches Risikorating habe ich denn? Also sprich, welches Risiko stellt die DSGVO für mich dar und wo sollte ich denn noch angreifen? Das heißt, wenn ich hier runter scrolle, sehe ich dann schon, okay, mein Risikowert-Rating ist jetzt bei 3,25. Das heißt, es gibt hier sozusagen eine Skala zwischen 0 und 5. Ich habe meine Datenschutzmaßnahmen ausgewertet, meine Sicherheitsmaßnahmen, habe dann in weiterer Folge noch diverse andere Charts, wie zum Beispiel einen Soll-Reifegrad und einen Ist-Reifegrad, wo ich dann im Spinnendiagramm sozusagen noch sehe, wo muss ich denn noch Verbesserungen durchführen. Also zum Beispiel hier in meinem Beispiel sieht man, da ist doch noch einiges an Potenzial da, um etwas zu verbessern.
Und wenn ich dann weiter runter scrolle, sehe ich dich da zum Beispiel auch noch meine Top-Risiken. Das heißt, wo sollte ich denn wirklich angreifen? Zum Beispiel Zutrittskonzept habe ich jetzt noch gar nicht. Da habe ich einen Reifegrad von 0, sollte natürlich deutlich höher liegen als 0. Und daran muss ich im Endeffekt dann noch arbeiten. Weiter unten gibt es dann eben noch eine Gegenüberstellung von Datenschutzmaßnahmen vom Soll-Reifegrad und vom Ist-Reifegrad. Das heißt, hier zum Beispiel im Bereich Datenschutzstrategie und Handbuch habe ich einen Soll-Reifegrad von 3 und habe aber selbst einen Wert von 4. Also bin ich sogar besser als der Soll-Wert. Ja, und dann habe ich hier sozusagen eine Auswertung, eine Gegenüberstellung und sehe dann sofort, okay, da muss ich zum Beispiel bei der Risikoanalyse muss ich noch arbeiten. Da hätte ich einen Soll-Reifegrad von 4, habe aber nur 1,83. Gut, Sicherheitsmaßnahmen sind dann als eigener Punkt noch angeführt. Und damit kann man im Endeffekt schon einsteigen in die detaillierten Fragen. Das heißt, der Quick-Check bietet hier im Endeffekt, auch wenn es Quick-Check heißt, es sind doch etwa 150 Fragen zu beantworten, unterteilt in den Bereich Business Unit Profile und Controls, wobei Business Unit Profile sich in erster Linie mit Fragen um die Organisation beschäftigt, zum Beispiel, wie groß ist tatsächlich mein Unternehmen? Wir haben von Bernhard Rastorfer schon vorher gehört, dass es hier Unterschiede gibt, inwieweit die DSGVO zum Beispiel für kleine Unternehmen angewendet wird und für große. Ich muss Fragen beantworten, welche Branche bin ich? Ist mein Unternehmen nur in einem Land tätig oder zum Beispiel in der EU oder außerhalb der EU auch? Welche Verantwortlichkeiten habe ich? Also habe ich zum Beispiel einen Datenschutzverantwortlichen oder Datenschutzbeauftragten im Unternehmen? Welche Technologien setze ich selbst ein? Also habe ich zum Beispiel Backup-Systeme? Habe ich Ressourcenmanagement? Habe ich eine Aktenverwaltung? Habe ich Marketing-Tools, wo ich zum Beispiel Kundendaten verwalte? Gibt es einige Auswahlmöglichkeiten, die kann ich, wie gesagt, auch selbst anpassen, wenn es für mich andere Fragen relevant sind oder andere Antworten. Dann kommt im Endeffekt mein Thema Verarbeitungstätigkeiten. Das heißt, da kommen wir nachher noch zur VDV. Aber im Quick-Check habe ich hier auch schon die Möglichkeit oder muss ich eigentlich Fragen dazu beantworten, wie viele Prozesse zum Beispiel ich im Unternehmen habe, die sich mit dem Thema mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigen, wie viele Abteilungen da involviert sind innerhalb meines Unternehmens. Dann habe ich gewisse Nachweise zum Beispiel, wo ich ausfüllen kann, okay, ist meine Informationssysteme, also meine IT-Systeme, sind die geschützt und so weiter. Habe dann noch Fragen zu den überhaupt zu den personenbezogenen Daten, die ich verarbeite, also welche Datenkategorien und so weiter verarbeite und wer im Unternehmen oder wie viele Mitarbeiter meines Unternehmens haben ständig eigentlich mit diesen Fragen zu tun, also mit den Daten zu tun. In den Controls habe ich dann eigentlich noch genau dieselben Bereiche nochmal, habe aber hier Detailfragen dazu. Das heißt, genau zu meiner Datenschutzstrategie, zu Mitarbeitervorgaben, zu Datenschutz. Das heißt, habe ich meinen Mitarbeitern gewisse Richtlinien auferlegt, dass sie Daten nicht auf Geräten speichern dürfen, die nicht gesondert abgesichert sind. Zum Beispiel dürfen sie Daten nicht auf Privattelefonen speichern, also sprich zum Beispiel das eigene Mobiltelefon für die Arbeit verwenden und ähnliches. Dann habe ich nur Datenverantwortliche. Wer ist zum Beispiel in meinem Unternehmen verantwortlich für die Verwaltung der Daten? Wie viele Mitarbeiter haben darauf Zugriff? Dann grundsätzlich meine Verarbeitungstätigkeiten natürlich, also sprich, welche Prozesse gibt es? Sind die dokumentiert? Weiß ich anhand der Dokumentation, wer an den Prozessen arbeitet und welche Daten damit verwaltet werden? Und so weiter, da geht es ziemlich weit in Datenklassifikationen, also welche Daten habe ich? Habe ich zum Beispiel nur Namen und E-Mail-Adressen? Habe ich vielleicht auch Gesundheitsdaten? Ja, Personen oder zum Beispiel auch ja, rechtliche Daten oder strafrechtliche Daten, was natürlich immer besonders geschützt werden müssen im Unternehmensumfeld, wenn ich damit arbeite. Und am Ende kommen dann auch noch gewisse Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel, wie habe ich mein Datencenter in dem Sinn abgesichert, habe ich Zugriffskontrollen, habe ich eingeschränkte Benutzerzugriffe, werden die Benutzerzugriffe zum Beispiel analysiert und ausgewertet, ob nicht irgendwer sie Zugriff verschafft, der eigentlich nicht darauf zugreifen sollte und ähnliches. Und da geht es im Endeffekt schon ziemlich weit. Also wie gesagt, es sind 150 Fragen und bekomme eigentlich damit schon im Dashboard dann nach Abschluss des Quick-Check ein sehr gutes Bild, was ich denn machen sollte im Unternehmen, was ich verbessern sollte.
damit kommen wir im Endeffekt dann auch schon zur eigentlichen VDV, also zum eigentlichen Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, das ich eben, wie wir vorher gehört haben, dann auch vorlegen muss, wenn die Datenschutzkommission bei mir ein Audit durchführt und wissen möchte, welche Daten ich denn im Unternehmen verwalte. Die App ist im Grunde ähnlich aufgebaut, das heißt, ich habe eine Einstiegsseite, wo ich wieder in die verschiedenen Bereiche reinkomme. Es gibt eine Liste der Verarbeitungstätigkeiten, die ich hier verfasse, also sprich, wo ich jede einzelne Verarbeitungstätigkeit drinstehen habe. Es gibt eine Administration, wo ich User verwalten kann, wo ich habe eine Listenverwaltung, wo ich genauso wieder meine Fragenkatalog verarbeiten kann. Und ich habe in der Administration auch die Möglichkeit, zum Beispiel Userrechte zu vergeben. Also sprich, ich kann auch definieren, wer kann auf mein System zugreifen und kann auch auf verschiedene Verarbeitungstätigkeiten, also VDVs eigentlich, unterschiedliche Rechte vergeben. Das heißt, es ist auch insofern tauglich, dass ich, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, zum Beispiel auf gewisse Verarbeitungstätigkeiten von jedem Standort einhole, dass genau die Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Standorts darauf zugreifen können und nicht zum Beispiel der vom Standort Wien die Auswertung oder die Verarbeitungstätigkeiten vom Standort Steyr einsehen kann, weil das vielleicht nicht gewünscht ist, dass es so ist. Gibt natürlich dann im Hintergrund eine Reporter-Rolle, der dann auf alles zugreifen kann. Das kann zum Beispiel der Konzern-Datenschutzbeauftragte sein, der dann einfach alles auditieren soll oder alles auswerten soll und dann speziell Anweisungen gibt, okay, woran muss ein einzelner Standort noch arbeiten. So, wir steigen dann schon in die VDV eigentlich ein. Das heißt, hier komme ich sozusagen in meine Listenansicht. Aus Mitarbeiter sehe ich dann hier meine eigenen Datenverarbeitungen, genauso wieder mit Status. Ist es aktiv? Ist es vielleicht schon archiviert, weil es in einem weiteren Schritt eine neue Version davon erstellt habe? Also wir haben auch eine Versionsverwaltung dahinter. Ist es eventuell in Änderung? Also sprich, arbeite ich noch daran? Und kann dann hier mit einem Button-Klick sozusagen dann direkt einsteigen und meine Verarbeitungstätigkeiten editieren. Das heißt, es ist auch in dem Fall wieder ein relativ umfangreiches Formular, in dem ich dann die Prozesse dokumentiere. Also sprich zum Beispiel, die ersten Fragen sind dann, welche Eigentümer und Nutzer der Daten habe ich im Unternehmen? Also sprich, wer beschäftigt sich damit? Wer greift dort die Daten zu? Welche Art von Daten habe ich überhaupt? Das heißt, ganz entscheidend ist immer, welche Daten Kategorien und Klassen habe ich und wie sensibel sind die Daten. Und demnach muss ich auch die besonders absichern. Dann habe ich hier, sehe ich hier zum Beispiel technische organisatorische Maßnahmen dazu, zur Datenübertragung, die Verantwortlichen. Wer ist dann wirklich im Unternehmen dafür zuständig? Das heißt, ich habe auch Mitarbeiter hinterlegt, die ich dann hier auswählen kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, der Bernhard Rastorfer sozusagen ist jetzt für diese Datenverarbeitung verantwortlich. Es gibt dann auch immer Rechtsgrundlagen, wo ich definieren muss, okay, auf welcher Rechtsgrundlage verarbeite ich diese Daten überhaupt? Das kann dann zum Beispiel sein Vertragserfüllung, weil ich jetzt im medizinischen Bereich arbeite und natürlich meine Verträge, also meine Aufgabe, für die mich meine Kunden bezahlen, auch erfüllen muss. Und dafür muss ich natürlich dann zum Beispiel Daten der Kunden haben. Das ist dann wert Vertragserfüllung genau die richtige Rechtsgrundlage dafür. Dann haben wir natürlich Thema Aufbewahrung von Daten und Löschung von Daten. Das heißt, wie lange darf ich es aufbewahren? Wann muss ich sie löschen? Und das muss auch in diesem Verzeichnis dokumentiert sein. Gewisse Fragen zur Infrastruktur, Datenklassen, wie wir schon hatten, betroffene Personen, also zum Beispiel geht es um Interessenten, geht es um Vermittler, um Bewerber, geht es um Konsumenten, also sprich Kunden oder zum Beispiel um meine eigenen Mitarbeiter. Und ordne dann diese Datenkategorien auch den einzelnen Personengruppen zu. Gut, dann habe ich hier unten noch einen Bereich für Kommentare, die ich dann noch ausfüllen kann. Also sprich, ich kann auch meine eigenen Kommentare noch oder Notizen hinterlassen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich dann noch die Datenübermittlungen. Das heißt, ich muss auch hinterlegen in meinem Prozess der Datenverarbeitung, welche Datenübertragungen habe ich. Also übertrage ich die Daten zum Beispiel zwischen einzelnen Standorten meines Unternehmens, übertrage ich die Daten eventuell an einen externen, also zum Beispiel an ein Lohnverrechnungsbüro, dass ich meine Mitarbeiterdaten dorthin übermittle, dann muss ich das natürlich auch dokumentieren, muss dokumentieren, wer ist dieser externe Partner, an den ich meine Daten übertrage, wo ist der, also sprich in welchem Land, macht natürlich auch immer einen Unterschied, ob das über Ländergrenzen, über die EU oder ähnliches hinausgeht, also zum Beispiel auch, wenn ich meine Daten nach Amerika übertrage.
habe hier dementsprechend den Typ zur Auswahl. Ist es ein Dritter, ein Auftragsverarbeiter, also sprich ein Dienstleister, der für mich arbeitet, oder ist es nur intern? Haben den Zweck auszuwählen. Das kann sein, entweder der Zweck der zugrunde liegenden Verarbeitungstätigkeit, also sprich, den ich vorab schon definiert habe, oder ich kann einen eigenen hinterlegen. Genauso wieder dieselben Rechtsgrundlagen, Vertragserfüllung wäre dann das, was ich hier genau wieder auswählen kann, was ich schon definiert hatte in meiner Datenverarbeitung, die Quellsysteme, wo die Daten herkommen, externe Datenübermittlungen, genauso wieder die Datenklassen, also ich kann auch für jede Datenübermittlung eigentlich definieren, okay, ich hatte in meiner Datenverarbeitung biometrische Daten und genetische Daten und zum Beispiel in dieser Datenübermittlung übertrage ich nur die genetischen und natürlich die betroffenen Personen, also zum Beispiel meiner Mitarbeiter, und habe dann hier noch eine Zuordnung, okay, ich habe da zum Beispiel E-Mail-Daten, Finanzdaten, die ich übertrage, und kann dann sozusagen der Systemadministrator Zugriff und die IT-Administration und die Personalabteilung natürlich, und damit bin ich im Endeffekt dann schon fertig mit meiner Datenübermittlung, und am Ende habe ich dann mein fertiges Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die ich dann entsprechend vorlegen kann. Das heißt, was ich natürlich nicht mache, ist, dass ich den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzkommission auf diese App zugreifen lasse, sondern ich habe dann die Möglichkeit, über die App den fertigen Bericht zu generieren, den ich dann der Datenschutzkommission vorlege. Das heißt, dieses System an sich erfasst auch gewisse Daten, die ich gar nicht vorlegen müsste, einfach um die Prozesse intern besser zu dokumentieren. Und ich habe dann die Möglichkeit, ein Word-Dokument zu generieren, das mir dann genau die Daten liefert, die ich vorlegen muss. Das heißt, jede dieser Verarbeitungstätigkeiten gehe ich dann her, sage Word-Dokument generieren, drucke das aus, den Bericht, und lege den vor. Und damit habe ich dann eigentlich meine ganze Dokumentation erfüllt. Gut. Gibt es Fragen zu unserem Thema, Bernhard? Ja, ich sehe in meiner Übersicht, dass wir drei Fragen haben. Und zwar die erste ist, da geht es um den Quick-Check und die Fragen. Sind die Fragen im Quick-Check alle fix, also was du da jetzt ausgefüllt hast, oder anpassbar auf das jeweilige Unternehmen? Okay, also beim Quick-Check ist es an sich so, die Fragen sind die Empfehlungen der Grant Thornton, also die haben sich über Monate bzw. Jahre mit diesem Thema beschäftigt und haben ihren Fragenkatalog aufgestellt, aber die Fragen sind grundsätzlich erweiterbar, das heißt, ich kann Fragen entfernen oder hinzufügen, neue Fragen, und auch die Antwortmöglichkeiten zu bestehenden Fragen editieren. Okay, ich glaube, das beantwortet es ganz gut, dann... Da ist eine Firma schon weiter. Die grundsätzliche Erhebung haben wir bereits erledigt. Ist es auch möglich, nur diesen Ausschnitt der VDV zu kaufen, oder gibt es da beide, oder muss man da beide nehmen, also beide Apps? Ja, grundsätzlich sind die Apps voneinander getrennt, also ich muss jetzt nicht beide verwenden, haben auch keinen gemeinsamen Datenbestand, das heißt, ich kann auch nur die VDV-App einsetzen, um meine Dokumentation darin zu machen. Okay, sehr gut. Und letzte Frage, welche Versionen von SharePoint sind unterstützt? Du hast ja schon gesagt, On-Premise und in der Cloud, da geht es wahrscheinlich um On-Premise-Versionen. Genau, also grundsätzlich sind es SharePoint-Apps, das heißt, ich brauche das App-Modell von SharePoint, und damit sind eigentlich SharePoint 2013, 2016 unterstützt, und natürlich zukünftige Versionen, also dieses Jahr soll ja SharePoint 2019 released werden, der wäre dann auch unterstützt. SharePoint Online natürlich so in der aktuellen Version, wie es ihn gibt. Und eine letzte Frage haben wir noch. Wie kann ich mehrere Gesellschaften in dieser App abbilden? Also mehrere Legal Entities wahrscheinlich, beziehungsweise länderübergreifende Organisationen. Ja, also aktuell ist es so, dass wir in der App die Möglichkeit haben, Userrechte zu vergeben. Das heißt, ich kann zum Beispiel mehrere User auf die App berechtigen mit verschiedensten Rollen. Also zum Beispiel einen Bearbeiter, einen Reporter, die dann unterschiedliche Rechte haben. Und an sich wäre es so, dass der Bearbeiter an sich der Mitarbeiter ist, der dann in der einzelnen Legal Entity oder dem einzelnen Unternehmensgruppe die Daten einfüllt, also sprich die VDV erfasst. Und der hat dann auch nur Zugriff auf seine eigenen Datenerfassungen.
Wir haben jetzt aktuell keine Verwaltung von einzelnen Mandanten, aber ich kann auf User-Basis eigentlich das ganz gut steuern, dass ich zum Beispiel auch sage, okay, ich habe jetzt zwei Datenschutzbeauftragte in meinem Standort in Deutschland oder in meiner Unternehmensgruppe in Deutschland und die bekommen auf dieselben Datenverarbeitungen Zugriff und können damit gemeinsam daran arbeiten. Und der Reporter aus der Konzernmutter sozusagen kann sich die Daten dann ansehen. Da hat es eine Folgefrage jetzt dazu gegeben, wo es um externes Sharing ganz offensichtlich geht. Das heißt, die Frage ist hier, ob auch Mitarbeiter, die nicht als Office 365 User angelegt sind und keinen Office 365 Account haben, da zugreifen können. Naja, an sich können Sie über Windows Live natürlich oder Windows Live ID an sich die Website innerhalb des SharePoint, also im Office 365 erster Regel, mal freigeben nach außen, dann können die Leute auch lesend darauf zugreifen. Schreibrechte zu vergeben, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit an externe. Okay. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann beschließen wir uns damit. Wir danken ganz herzlich für das Interesse und hoffen, dass wir Ihnen ein paar Einblicke und Möglichkeiten gezeigt haben, wie man diese Erstellung des VDVs vereinfachen kann. Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage, die wir hier eingeblendet haben. Wie gesagt, herzlichen Dank noch einmal von unserer Seite. Danke an den Andreas Dumpert für die Vorstellung und Danke ebenfalls. wir wünschen noch einen schönen Freitag. Auf Wiederhören.